Radio Pilatus, die beste Musik. Und bei mir im Studio haben jetzt vier strahlende Männer. Guten Nachmittag zusammen zu dem Bombay Street. Hallo zusammen. Hallo. Ich habe gerade vorher geschaut, wie ihr gekommen seid. So, ihr habt, sind mit dem Büsschen gekommen und ein Anhänger sieht euch aus wie ein Pferdeanhänger. Sieht aus. Nein, das sind unsere Instrumente und unsere Backline und alles, was wir gebraucht haben gestern für einen Auftritt. Sehr schön. Ihr seid da bei uns. Diese Stunde reden wir noch ein bisschen auch über Musik. Wunderbar, das freut mich. Ich bin Carla Keller. Guten Nachmittag. Und mein Gast bei uns, 77 Bombay Street. Radipilatus.ch im Radipilatus TV, da sehen wir sie auch. Die Herren, zum Beispiel der Joe und der Simri, da winkert schon sehr schön. Wunderbar. Ihr seid gerade vom Konzert gekommen, zu Kloten gestern Abend, mit einem Büsschen und einem grossen Anhänger. Was ist so bei euch im Bus immer mit dabei? Also bei mir auf jeden Fall der Laptop, weil wenn du zum Teil 2 bis 3 Stunden fährst, ist einfach ein Film nicht ablehnbar. Nicht ablehnbar? Was ist so ein Film, der gerade geschaut ist, vielleicht heute auf der Fahrt? Heute habe ich jetzt ein bisschen auf YouTube einen Film geschaut, aber sonst der letzte Film, den ich geschaut habe, war Man in Black. Okay. Der letzte Teil. Ja. Simri, was läuft für Musik am Bus im Bus? Radio Pilatus natürlich. Radio Pilatus, wirklich? Als wir hergefahren sind, haben wir es extra gesucht und eingestellt, dass wir uns ein bisschen vorbereiten und ein bisschen zuhören, wie es so läuft und so. Und das haben wir jetzt eigentlich gemacht. Und sonst tue ich viel über der Auxiliary-Spur, einfach das iPhone anstellen und dann ein bisschen Beatles reinziehen oder so. Dann darfst du bestimmen, was läuft. Der Jüngste bestimmt. Immer der Fahrer darf das machen. Der Fahrer darf sagen, wegen der Aircondition, Belüftung, was im Radio läuft. Wirklich? Alles. Er ist der Chef. Die anderen müssen sich alle anpassen. Man darf aber Veto einlegen natürlich. Es ist nicht so, dass es dann standfest ist. Okay. Brüder, oder? Diskutieren schließlich genau. Miteinander. Yeah. Timbaland mit One Republic. Apologize, der Platz Nummer 283 bei der Hit 600. Die 600 Lieder, die ihr gewählt habt, die laufen jetzt über Pfingsten. Immer mit dabei, ein ganz viel Live-Gäste, hier jetzt gerade 77 Bombay Street. Und jetzt haben wir die anderen zwei Brüder am Mikrofon positioniert, Matt und der Esra. Matt, du bist ein bisschen am Tee trinken. Ja, ich weiss auch nicht, der Esra oder der Joe, irgendjemand von uns vier hat angefangen mit so Verkältung und so. Und bei uns ist es einfach so, wenn es einen einmal ein bisschen hat, dann hat es gerade alle. Und es liegt nicht daran, dass ihr die letzten 5 Wochen mit den Baseballs unterwegs gewesen sind und einfach zu viel Party gemacht habt? Ich könnte sehen, dass dort irgendwie auch noch ein bisschen Nachwirkungen gegeben hat, aber ich glaube, es ist wirklich irgendwie, es geht auch ein bisschen etwas um. Also ich habe jetzt von den Barnen-Leuten gehört im Bündnerland. Im Bündnerland, ich kann knüpfen rum. Zum Glück sind ihr jetzt in Luzern, habt auch Badhosen dabei. Sind ihr auch schon in Luzern baden? Schon ein paar Mal. Ja, wir sind früher auch mit der Familie, sind wir, glaube auch hier hinten am See, zum Campingplatz, sind wir früher gecampen, glaube beim, wie heisst das? Verkehrsmuseum. Verkehrshaus, sorry. Und dort sind wir viel baden in den See. Und auch, wir haben mal hier, glaube ich, ein Festival gespielt, sind wir auch schnell in den See gehüpft, das ist super. Am Funk am See, vor 4 Jahren habe ich euch im Fall genau, gesehen. Funk genau, am See. Und ihr habt mega fest geschwitzt, das weiss ich noch. Es war nämlich heiss. Das ist übrigens das Beste, wenn man krank ist, das habe ich gestern gemerkt. Du musst einfach Musik machen, musst auftreten und dann gibt es so viel positive Energie und so viel Schwitzen, dass du nachher irgendwie wieder mega fit bist. Gut, haben wir wieder etwas gelernt von dir, Matt. Ja. Super. Gut, jetzt kommt der Platz Nummer 282, der Offspring. Matt, hast du ein bisschen Erinnerungen daran? Ja, Offspring war so ein bisschen unser Schullied gewesen, Offspring. Und eigentlich Beastie Boys war das gewesen, wo, wenn man hat zu den bösen Jungs dazugehört, so mit 12, 13 hat man das müssen hören. Und ich habe dann auch bald einmal CD gekauft. Dann hat es noch CD-Läden gegeben, noch recht coole CD-Läden. Und das ist so für mich einfach eine Schulzeit, so ein bisschen Revolten und so und coole Erinnerungen. Aber mit I Have a Dream, Platz Nummer 281 bei der Radio Pilatus Hit 600. Das sind die ganzen 600 Lieder, respektive die 20 nicht, die auf der Platz 1 bis 20 sind, bei uns online auf radiopilatus.ch und heute auch in der Zentralschweiz am Sonntag. Und diese Stunde bei uns zu Gast 77 Bombay Street. Und Joe, gleich geht's los auf Berlin. Immer einen Monat, habt ihr schon gepackt? Nein, wir sind gerade zurück von einer langen, grossen Tournee durch Deutschland und Österreich. Und jetzt ist das nächste Ziel. Mal schauen, was da alles gepackt muss werden. Und mal einen Plan machen. Was kommt mit, was bleibt da, was wird vorgeschmissen. Und dann hoffe ich, werde ich dann auch mal ans Ende kommen.
Okay. Simri, ihr wohnt ja alle zusammen in einer Schule im Bündnerland. Wie wohnt ihr denn nicht in Berlin? Mehr. Nicht mehr? Ah, wirklich? Nicht mehr. Das hat sich geändert seit etwa 3 Jahren. Ah, oh. Da habe ich eine Wohnung genommen mit dem Messra zusammen. Mhm. Und der Joe auch eine eigene Wohnung. Und der Matt ist eigentlich noch in Scharanz, aber das Schale, das ist jetzt abgerupft worden. Und haben wir jetzt ein neues gebaut. Ah, wenn schon, dann schon gerade das Neues. Genau, abrupfen und ein neues bauen. Wir haben es dort, ist nicht mehr so gut gegangen mit der Heizung und alles. Ein Alboot krank und heiser und Halsweh und so. Und darum wohnen wir jetzt nicht mehr zusammen. Okay, und wie sieht denn das in Berlin aus? Wie wohnen ihr dort? Dort haben wir 2 Wohnungen genommen. Der Joe hat eine Wohnung für sich und seine Frau. Und dann haben wir 4 noch dann auch eine untere Wohnung. Das sind so 2-stöckige Wohnungen, die wir haben. Okay, Joe, dem Fall bei dir, Frau und Kind kommen mit? Genau, die nehme ich mit. Wie alt ist dein Kind? Er ist jetzt 4,5 Monate. Okay, dem kommt es noch nicht so davon, wo das er ist. Nein, solange die Mama dabei ist, hat er alles, was er braucht. Ja, und der Papa vielleicht auch, oder? Ja, ja. Schliesslich. 77 Bombay Street. Ihr habt ja dann auch noch Pläne zu Berlin. Das ist korrekt. Wir wollen unbedingt unser drittes Album in Berlin aufnehmen. Also nicht unbedingt in Berlin, aber mit diesen Leuten dort zusammenarbeiten und schauen, was sich hier entwickelt. Und einfach mit anderen Leuten, die wir zusammenarbeiten, andere Studios und einen anderen Einblick kriegen in die Musikwelt ein bisschen. Das ist so der Hauptgrund, wieso Berlin, Deutschland. Der Alice Cooper mit Poison, Platz Nummer 278. Bei der Radio Pilatus Hit 600. 3 Tage jetzt über Pfingsten, die 600 Lieder, die ihr gewählt habt. Und immer wieder Live-Gäste, wie jetzt hier 77 Bombay Street. Was klatschen dir für euch selber? Ja, schön, ich klatsche nicht. Ja, so gut. Ihr kommt von Kloten gestern gespielt, jetzt hier mit dem Gar. Was macht ihr jetzt noch kurz vor mir gehen? Etwas zu essen holen. Wir haben gerade gemerkt, dass wir alle Hunger haben. Und jetzt haben wir gerade die verschiedenen Optionen besprochen, die wir haben. Das heisst, man sieht euch wahrscheinlich jetzt irgendwo in der Stadt, da in der Nähe, am Essen suchen. Joe, wir haben jetzt als nächstes Abo. Mama Mia, du freust dich, gell? Ja, da fällt mir das Geschichtli. Und zwar ist es so, dass das eigentlich der einzige und auch der erste Song war, den ich so chorleitermässig geführt habe, und zwar an meiner Konfirmation. Dort habe ich dann mit meinen Kollegen und Kolleginnen den Song eingestudiert und hinten da auch so vortragen vor all den Verwandten und sind natürlich wahnsinnig nervös gewesen. Mama Mia hat er aber gesungen. Es ist gut gegangen. Mama Mia hat er auch gesungen? Genau. Gut, das ist der Platz Nummer 277. Ich sage danke vielmals, sind ihr da gewesen. Danke euch vielmals. Macht's gut und gute Reise dann auf Berlin. Danke. Tschüss zusammen.